Hallo und herzlich willkommen zur Klimazeit. Die Heizungen laufen momentan auf Hochtouren und das sorgt nicht nur für hohe Energiekosten, sondern auch für viele Treibhausgase. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie in Deutschland geheizt wird, stellen wir schnell fest, hauptsächlich mit fossilen Energien. Gas und Öl machen zusammen 75% aus. Und auch die Fernwärme stammt vielerorts noch nicht aus erneuerbaren Energien. Und wenn wir uns jetzt mal neben Wärmepumpen und Strom diese rund 6% sonstige anschauen, dann befindet sich darin vor allem Holz bzw. Holzpellets. Noch auf einem niedrigen Niveau, aber der Trend zu Holz ist als Energieträger ungebrochen. Denn gerade Pellets gelten bei Befürwortern als vergleichsweise günstig und nachhaltig. Aber es gibt auch Kritik. Ein nachwachsender heimischer Rohstoff, der quasi vor jeder Haustür wächst. Holz. Dessen Abfallprodukte auch zum Heizen zu verwenden, eigentlich ein Win-Win. Nicht ganz, Holz ist nicht gleich Holz. Solche Holzpellets werden aus Sägemehl produziert und seit Jahren als nachhaltiger Rohstoff angepriesen. Ja, Holzpellets erfüllen alle Dinge, die ich für wichtig halte. Also zum einen, es ist ein umweltfreundliches Produkt, ein nachwachsendes Produkt. Es wird regional angebaut und auch ja, immer heute noch im Schnitt die preiswerteste Energie. Vor 7 Jahren hat Ralf Gilbert in eine moderne Pelletheizung investiert, noch bevor es dafür irgendwelche Förderung vom Bund gab, weil klar war, dass Öl endlich ist. Er und seine Frau haben ein Energieunternehmen in Mittelhessen. Sie verkaufen Öl, Strom, Gas und eben auch Holzpellets. Wir sind fast seit Anfang an dabei, wo das von Österreich eigentlich hier nach Deutschland gekommen ist. Und wir haben uns dafür entschieden, weil es ja geheißen hat, dass Heizöl immer ein bisschen rückläufiger sein wird. Wir wollten was für die Umwelt tun und haben gedacht, Holzpellet wird eine neue Branche werden und haben deshalb uns für den Bau der Lagerhalle entschieden. Holzpellets für den Klimaschutz, so jahrelang der Claim der Branche. Nach dem Prinzip. Das ausgestoßene CO2 bei der Verbrennung wird von den nachwachsenden Bäumen wieder aufgenommen. Den Einbau von Pellet-Heizungsanlagen hat die alte Bundesregierung bis zu 50% gefördert. Auch aktuell liegt der Fördersatz bei mindestens 10%. Für den Abgasforscher Achim Dittler ist das völlig unverständlich. Warum man eine Technologie fördert, die den höchsten CO2-Ausstoß pro Energieeinheit hat und auch im Vergleich zu einer Gasheizung viel mehr Schadstoffe ausstößt, vermag ich mir nicht zu erklären. Die Pellet-Lobby sieht das naturgemäß anders und beruft sich auf andere Studien. Wenn ich hier die CO2-Bilanz mit der Feinstaubbilanz gleichsetze, schneiden Pelletheizungen deutlich besser ab als Gasheizungen, weil deren CO2-Bilanz deutlich negativer ist, während wir mit den Pelletheizungen, was die Feinstaubemissionen angeht, doch mittlerweile hier durch die Entwicklung der letzten Jahre schon fast auf einem Niveau mit Gasheizungen sind. Ein weiterer Vorwurf. Pellets schaden dem deutschen Wald. Und dem geht es wegen Trockenstress und Borkenkäfer sowieso schon nicht gut. Aber grundsätzlich gilt das Prinzip der Nachhaltigkeit. Heißt, es darf nur so viel geerntet werden, wie auch nachwächst. Im hessischen Staatswald liegen diese 4 Meter langen Douglasienstämme. Die werden demnächst in einem Sägewerk zu Latten, Bohlen und Ähnlichem verarbeitet. Für Forstamtsleiter Deutschländer Wolf ist genau das eine nachhaltige Nutzung. Zumindest in Deutschland wird für Pellets kein Baum extra gefällt. Holzpellets entstehen aus einem Abfallprodukt der Sägeindustrie. Das heißt, aus diesem Holz werden auch irgendwann Pellets. Aber es ist nicht die Primärproduktion, sondern erst der Folgeprozess. Das Abfallprodukt wird da nochmal verwertet, was natürlich auch dann aus unserer Sicht es absolut sinnvoll macht. Natürlich dann, wenn man schon Bretter hieraus hergestellt hat. Die Frage wäre ja, was würde ansonsten daraus gemacht oder wo würde es verwendet werden? Und ich sage mal, damit eben einen fossilen Brennstoff zu ersetzen, ist, denke ich, eine gute Sache. Dabei unterliegen Pelletheizungen ebenso strengen Luftreinheitskriterien wie andere Energieträger. Die Zahl der Kritiker aber wächst. Neue Erkenntnisse haben offenbar auch das Umweltbundesamt als zentrale Behörde zu einem Umdenken bewegt. Das UBA spricht sich aus Klimaschutz, Luftreinhalte und ökologischen Gründen gegen die Installation von Holzheizungen aus.
Darunter fallen auch die Pelletheizungen. Also was das Umweltbundesamt veranlasst, die Holzpelletheizung wegen Feinstaub zu kritisieren, die sich gerade in den letzten Jahren verbessert haben, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn, dann muss man sich um diese ganz kleinen Holzöfen kümmern, die zu millionenfach irgendwo herumstehen und vielleicht auch mit schlechter Verbrennung dann hohe Schadstoffe produzieren. Da liegt das Problem auf einer anderen Ebene. Für den BUND haben die Holzpellets einen Platz im künftigen erneuerbaren Energiemix, wenn auch einen eher kleinen. Preislich schlagen die Pellets langfristig andere Energieträger wie Öl und Gas, trotz starker Preisschwankungen in den letzten Monaten. Im Jahresdurchschnitt bleiben die Pellets unter dem Kilowattstundenpreis von Öl und Gas. Aber wo geht die Reise hin? Holzabfälle genug sind da, die Ressourcen sind, zumindest was Privatverbraucher anbetrifft, keinesfalls ausgeschöpft. Für Abgasforscher ist die Antwort klar. Holzverbrennung ist für Klima, Umwelt und Gesundheit die schlechtestmögliche Option. Weg von Fossilen, ja, hin zu Holz ist der Holzweg. Holzofengate, wie ich es nenne, ist größer als Dieselgate. Solange nicht jedes Haus ein Passivhaus ist, sind Alternativen nötig. Circa 700.000 Holzpelletheizungen gibt es in Deutschland bisher. Ralf Gilbert ist mit seiner zufrieden. Es war die richtige Entscheidung. Holz wird immer nachwachsen. Egal, was auf dem Markt passiert, es ist kein börsennotiertes Produkt. Klar gehen die Preise mit den anderen Energien rauf, runter, bedingt durch Angebot und Nachfrage. Aber ich würde mich nach wie vor für Holzpellets entscheiden. Ganz emissionsfrei heizen wäre natürlich die beste Lösung. Aber bis dahin kann ein Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energien eine Alternative sein. Wie weit darf der Kampf für den Klimaschutz gehen? Diese Frage wird spätestens seit den umstrittenen Aktionen von Aktivisten der letzten Generation heiß diskutiert. Für die Aktivisten ist klar, der Protest muss stören. Und dafür nehmen sie auch Gesetzesbrüche in Kauf. Unser Protest ist nicht extrem, er ist legitim. Extrem sind die Verhältnisse, in denen wir leben. Das ist eine Entwicklung, die mir Angst macht. Ich werde mich auch wieder auf die Straße kleben. Ist es eine Art Notwehr oder Nötigung? Wie weit darf der Kampf für Klimaschutz gehen? Wir besuchen eine Gruppe von Waldbesetzern bei Trier. Hier soll der Moselaufstieg gebaut werden, eine vierspurige Umgehungsstraße durch den Wald. Das wollen sie verhindern. Besch nennt sich die Gruppe, im lokalen Dialekt heißt das Wald und der soll bleiben. Deshalb sind sie hier, seit 1,5 Jahren, Tag und Nacht. In den Bäumen haben sie sich häuslich eingerichtet, kochen und schlafen hier abwechselnd. Alles andere bringe nichts. Alles, was als legaler Protest verkauft wird, wird einfach wegignoriert. Und da bleibt die Demokratie im Prinzip auf der Strecke. Man wählt Leute, die dann da oben sitzen und aber was machen, wofür man sie nicht gewählt hat. Und hier haben wir einen Ort geschaffen, der nicht wegzuignorieren ist. Und das ist mir total wichtig. Solange ich auf dem Baum drauf sitze, kann der nicht gefällt werden. Dass sie damit gegen Gesetze verstoßen, ist ihnen klar. Deshalb wollen sie nicht ihren Namen sagen und verdecken ihre Gesichter. Auf die Treppe legen. Ich setze mich hier für den Erhalt dieses Waldes ein. Dafür werde ich von der Polizei im schlimmsten Fall verfolgt. Mir droht entweder Geldstrafe, Gefängnis, sonstige Strafen. Und ich möchte mich dem mehr oder weniger entziehen, damit ich auch noch weiter aktiv sein kann. Aktiv für diesen Wald, aber auch für alle anderen Wälder. Gegen fossile Energien, gegen den Klimawandel. Es geht darum, einfach nur diesen Planeten und alle Menschen, die darauf leben, zu schützen. Darum geht es auch Micha Frei aus dem Kreis Kusel. Er hat sich dem Klimaaktivisten der letzten Generation angeschlossen. In mehreren Großstädten hat er seitdem bei Straßenblockaden mitgemacht. Sich, wie hier in Berlin, auf die Autobahn geklebt. Stören wollen sie, Aufmerksamkeit, aber niemanden gefährden. Wir haben ein strenges Sicherheitskonzept. Auch bei unseren Protesten ist es immer so, dass Menschen in der Mitte der Straßenfahrbahn nicht kleben und immer aufstehen können, um eine Rettungsgasse zu bilden. Das hat auch immer funktioniert. Wenn andere im Stau das nicht täten, sei das nicht ihre Schuld. Das sehen viele Politiker anders. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rüddel aus Neuwied vergleicht die Aktivisten sogar mit der RAF.
Wenn jetzt Gewalt gegen Sachen ausgeübt wird, kann man auch nicht ausschließen, dass sich das einmal so entwickelt, dass Gewalt gegen Personen ausgeübt wird. Deshalb denke ich, ist es angebracht, dass der Verfassungsschutz hier ein wachsames Auge hat. Das hat Verfassungsschutzpräsident Haldenwang beim SWR-Demokratieforum aber abgelehnt. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Dennoch werden Klimaaktivisten in Bayern sogar zur Gefahrenabwehr ins Gefängnis gesteckt. Auch Micha Frey war nach einer Straßenblockade in München gerade 7 Tage in Präventivhaft. Aber das hat ihn nur umso mehr motiviert. Und seine Eltern unterstützen ihn. Sorgen macht sich jede Mutter bei sowas. Aber ich sehe halt das Große dahinter. Also ich bin froh, dass so viel friedliebende junge Menschen sich für das Klima einsetzen. Und finde es gut, dass er da mitmacht. Dass man da die gleich dann kriminalisiert, das ist natürlich immer ganz einfach. Kriminalisieren, dann muss man sich mit auseinandersetzen mit den Argumenten. Seit 30, 40 Jahren wird gewarnt vor den Folgen der Klimakatastrophe. Und es werden nicht annähernd die angemessenen Maßnahmen getroffen. Und deshalb, wir berufen uns auf den rechtfertigen Notstand, dass wir uns einfach in einem Notstand befinden und dass wir da jetzt warnen müssen, damit etwas geschieht. Wir recherchieren das. Stellt der Klimawandel wirklich eine so große Gefahr dar, dass Vorschriften missachtet werden dürfen? Bis zu einem gewissen Grad schon, meint ein Richter des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz. Also ich kann mir den Klimawandel und seine Folgen ohne weiteres als eine Notstandssituation und damit auch als eine rechtfertigende Situation für bestimmte Rechtsgutsverletzungen vorstellen. Ja, insbesondere im Hinblick darauf, dass das ja nicht besser wird, sondern dass wir eher noch mit gravierenderen Konsequenzen zu rechnen haben werden. Die letzte Generation will ihren Protest sogar ausweiten. Auch die Waldbesetzer sind fest entschlossen, ihren Protest fortzuführen. Die Bundesregierung ist verpflichtet, den Planeten zu schützen, ist verpflichtet, kommende Generationen zu schützen und hat auch eine globale Verantwortung. Und das alles wird auch aktuell gebrochen. Und da sage ich, es ist absolut legitim, auch dagegen zu protestieren. Am Ende werden Gerichte jeden Einzelfall entscheiden müssen. Und die Aktivisten wollen stören, solange Deutschland die Klimaschutzziele nicht erreicht. Dann schaffen wir uns doch mal einen Überblick über die Gesetzeslage mit unserem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Frank, der Verfassungsrichter des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Film, sagt, manche Aktionen könnten legal sein, da der Klimawandel und seine Folgen eine Notstandssituation darstellen. Ist das wirklich so? Naja, es geht bei diesen Straßenblockaden ja um eine mögliche strafbare Nötigung. Und es gibt im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, der sagt, wenn ein rechtfertigender Notstand vorliegt, kann auch sein, dass es manchmal nicht bestraft wird. Ob das beim Thema Klima so ist, das wird in der Fachwelt zwar diskutiert, aber zu diesen Äußerungen des Richters muss man wissen, das ist ein Interview, das ist kein Urteil, ein höchstrichterliches, das jetzt irgendein Verfassungsgericht gesprochen hat. Man muss dazu wissen, viele der Straßenblockaden, die wurden wegen strafbarer Nötigung geahndet. In wenigen Fällen wurde bislang freigesprochen. Also wer das macht, muss zumindest damit rechnen, dass ermittelt wird. Und aus meiner Sicht wäre gerade, weil das so umstritten ist, einfach wichtig, dass das sehr schnell durch die Instanzen geht und dann auch wieder hier nach Karlsruhe kommt, dass man eben höchstrichterlich diese sehr umstrittenen Fragen schnell klärt. Es gibt also Ahndungen. Mit welchen Strafen müssen die Aktivisten denn rechnen, zum Beispiel bei einer Straßenblockade oder bei Sachbeschädigung? Das hängt sehr davon ab, ob sie sich zum ersten Mal strafbar machen. Denn wenn man nicht vorbestraft ist, dann ist es bei solchen Taten wirklich in aller Regel so, dass die Gerichte Geldstrafen verhängen. 30 Tagessätze, 60 Tagessätze, wie viel die Summe dann ist, hängt auch davon ab, wie viel man verdient. Wenn man das immer wieder macht, also sozusagen zum Wiederholungstäter, zur Täterin würde, dann kann das irgendwann auch mal zur Freiheitsstrafe auf Bewährung oder irgendwann mal zu Haft führen. Aber in der Regel, gerade bei diesen ersten Taten, liegen Geldstrafen an. Jetzt gibt es ja Rufe aus der Gesellschaft und auch aus der Politik, diese Aktionen härter zu bestrafen. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, erstmal härter bestrafen ist ja im ersten Schritt nicht Sache der Politik, sondern das müssen die Richter machen und die Richterinnen. Die können Strafrahmen, den es ja gibt, also Nötigung kann man am Ende auch bis zu 3 Jahre Haft geben, die kann man nach und nach ja auch erstmal ausschöpfen. Was die Politik machen kann, ist so die Mindesthöhe nach oben schrauben. Also sagen zum Beispiel, bei Nötigung muss man immer mindestens 3 Monate Freiheitsstrafe geben. Das kann man machen, man muss sich aber auch bewusst sein, dass das immer dann für alle Straftaten geht. Nicht mehr nur, wenn es um Klimablockaden geht, sondern vielleicht auch um andere Situationen. Deswegen, sowas muss man genau durchdenken. Das kann einem auch mal auf die Füße fallen in anderen Situationen, in denen man es vielleicht nicht so möchte. Vielen Dank für die Einordnung an unseren ARD-Rechtsexperten Frank Bräutiger. Wie kann man sowas Abstraktes wie die Erderwärmung grafisch gut darstellen? Mit der Frage hat sich der britische Klimaforscher Ed Hawkins beschäftigt. Und heraus kam dieses Bild hier. Das sind die sogenannten Warming Stripes. Jeder der dünnen Streifen steht für ein Kalenderjahr der letzten 170 Jahre. Ein blauer Streifen bedeutet, das Jahr war kälter als der Durchschnitt. Die roten Streifen zeigen die wärmeren Jahre. Und da ist sehr deutlich erkennbar, dass in den letzten 30 Jahren Rot die absolute Mehrheit besitzt. Es war also im Schnitt fast immer wärmer. Diese Warming Stripes gibt es nicht nur global, wie in unserem Beispiel, sondern für viele einzelne Länder. Und das auch anlässlich der Fußball-WM. Tim Steger aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum klärt uns auf. Der Klimawandel wirkt sich weltweit aus auf viele Bereiche des öffentlichen Lebens und eben auch auf den Fußball. Deswegen sorgt sich die FIFA darum, dass in Zeiten des Klimawandels Sport zunehmend problematisch wird. Bei höherer Temperatur und höherer Feuchte ist es anstrengend und man muss auf die Gesundheit achten. Anlässlich der Fußball-WM gibt es jetzt nun die Möglichkeit für alle teilnehmenden Länder, die sogenannten Warming Stripes zu betrachten. Das sind Darstellungen, wie man sie hier sieht, für Deutschland und Katar. Man sieht in allen Ländern, dass es anfangs oft blaue Streifen gibt und zu Ende des Zeitraums zunehmend rote Streifen. Das heißt, es wird weltweit wärmer. Im Mittel 1,2 Grad. Seit Beginn der Industrialisierung in Deutschland sind es schon 1,5 Grad. Und auf der Seite climatecentral.org kann man sich also jetzt für jedes Land, das bei der WM teilnimmt, sich diese Warming Stripes anschauen und somit einen Überblick verschaffen, wie es in diesem Land mit dem Klimawandel aussieht. Und mit genau der Frage, wie sieht der Klimawandel ganz konkret in meinem Land aus, beschäftigt sich heute in unserer Rubrik Meteorologen weltweit auch Helga van Löhr aus den Niederlanden. Hallo, ich bin Helga van Löhr und ich bin Meteorologin aus den Niederlanden, aus Ihrem Nachbarland. Das Wichtigste beim Klimawandel ist für uns das Wasser. Sie wissen, dass wir ein großes Mündungsdelta sind. Die Flüsse aus Deutschland fließen nach Holland. Und genau dann gibt es eine Menge Ablagerungen. Und das Land wird größer. Nun, das war einmal. Denn jetzt haben wir Deiche. So können wir sicher hinter den Deichen leben. Es kommt also kein neues Land mehr hinzu. Heißt, inzwischen steigt der Meeresspiegel und die Niederlande sinken. Also kommt Wasser aus dem Meer, Wasser von oben, Wasser aus dem Osten. Und das ist zu unserem Nachteil. Wir müssen also sehr schnell daran arbeiten, um hier in diesem Delta 100 oder 200 Jahre leben zu können. Das zeigen auch diese Klimastreifen. Alles erwärmt sich sehr schnell. Und steigt das Wasser dann weiter, können künftig in den Niederlanden fast 6 Millionen Menschen nicht mehr leben. Und wo gehen wir dann hin? Nach Deutschland. Um im Kampf gegen den Klimawandel voranzukommen, braucht es auch Geld. Und zwar Investitionen in nachhaltige Projekte. Und genau hier will die Europäische Zentralbank, EZB, ihren Teil dazu beitragen. Beim Kauf von Unternehmensanleihen sollen nun auch Klimakriterien ein entscheidender Faktor sein. Von fossiler zu regenerativer Energie. Hier im französischen Saint-Charles, unweit der Grenze zum Saarland, ist das seit diesem Sommer Realität. Früher wurde hier Kohle abgebaut. Jetzt hat das deutsche Unternehmen Green Cells ein Solarkraftwerk in Betrieb genommen. Eines von vielen. An mehr als 100 Standorten entstehen gerade ähnliche Solarkraftwerke. Dafür ist Green Cells auf Fremdkapital angewiesen.
Früher wurde die Entwicklung kleinerer Projekte natürlich aus Greensells Eigenkapital finanziert. Wir haben uns entschieden zu wachsen, mehr Projekte zu entwickeln und größere Projekte in Europa zu entwickeln. Unternehmen wie Greensells, sie stehen für die Transformation, die die Europäische Zentralbank mit ihrer neuen klimafreundlichen Anleihepolitik fördern will. Die hatte erst im Sommer verkündet, künftig will sie bei ihren Anleihekäufen Klimakriterien berücksichtigen. Seit 2016 kauft die EZB im großen Stil Unternehmensanleihen. Insgesamt bislang für rund 350 Milliarden Euro. Ihr Ziel? Die Wirtschaft mit günstigem Geld versorgen. Anleihen sind ein Finanzierungsinstrument für Unternehmen. Über sie bekommt ein Unternehmen Geld von vielen Anlegerinnen und Anlegern, wie einen Kredit. Wird die Anleihe fällig, muss das Unternehmen das Geld zurückzahlen, plus einen vorab vereinbarten Zins. Die EZB kauft Anleihen von großen und sehr kapitalintensiven Unternehmen. Welche das sind, ist transparent. Mit dabei Großkonzerne wie BASF, Volkswagen, Shell, BP oder Total. Greenpeace kritisierte die bisherige Auswahl der Unternehmen ohne Klimakriterien schon lange. Was wir festgestellt haben in unseren Analysen ist, dass besonders klimaschädliche Unternehmen, also denken Sie an Öl- und Gaskonzerne, besonders kräftig zugelangt haben. Das heißt, diese Hilfen sind in erster Linie, und da sprechen wir von über 60%, in sehr klimaschädliche Sektoren gegangen. Und das untergräbt natürlich die Klimaziele und das darf nicht sein. Zurück im Elsass. Auch Greensells hat seinen jüngsten Wachstumsschritt mit einer Anleihe finanziert. Allerdings nicht über die EZB, sondern auf dem freien Markt. Mittelständische Unternehmen stehen nämlich nicht auf der Einkaufsliste der EZB. Das macht die Finanzierung teurer. Also wir haben natürlich einige Prozentpunkte, würde man vielleicht im Bereich von 3 bis 4 Prozentpunkten Kapitalkostennachteile im Vergleich zu den großen Unternehmen. Diesen Kapitalkostennachteil müssen wir eben durch Qualität, Geschwindigkeit ausgleichen. Für ihn wird sich daran auch durch die neuen grünen Ziele der EZB nichts maßgeblich ändern. Im Fokus stehen weiter große Unternehmen, egal welcher Branche. Auch solche, die heute hohe CO2-Emissionen haben, will die EZB weiter kaufen, wenn sie Pläne haben, wie sie ihre Emissionen reduzieren können. Im August treffen wir Isabel Schnabel aus dem Direktorium der EZB zum Interview. Wir können natürlich jetzt nicht auf einen Schlag sagen, wir kaufen jetzt nur noch die Unternehmen, deren Emissionen sehr, sehr gering sind. Das ist auch wäre auch deshalb falsch, weil es ja darum geht, Anreize zu setzen, diesen Übergang zur Klimaneutralität zu schaffen und damit die Emissionen zu reduzieren. Die EZB kauft keine neuen Anleihen mehr. Sie will jetzt vielmehr den Bestand umschichten. Immer dann, wenn eine Anleihe ausläuft, nachkaufen. Bis das Portfolio klimaneutral ist, kann es lange dauern. Also es deutet vieles darauf hin, dass wir zu langsam sind, dass mehr geschehen muss. Das große Problem ist, dass wir tatsächlich nicht genau wissen, in welche Unternehmen die EZB konkret investiert. Das wird auf einer Sektorebene immer erst mit 3-monatiger Verzögerung publiziert. Auch ohne Klimakriterien, das Unternehmensanleiheprogramm ist umstritten. Denn es gibt Zweifel, ob es überhaupt zur Aufgabe der EZB gehört. Indem sie bei Unternehmensanleihen kauft, greift sie in einen kleinen Markt ein und damit verändert sie Finanzierungsbedingungen für einzelne Unternehmen, aber nicht für andere, betreibt damit im Grunde eine Form von Investitionspolitik, die nicht in ihrem Mandat liegt und die Märkte auch verunsichert. Wenn die EZB ihrer Aufgabe für Finanzmarktstabilität zu sorgen wirklich gerecht werden wolle, müsse sie die Klimarisiken in einem ganz anderen Bereich berücksichtigen, nämlich im Bankensektor. Klimawandel und Finanzmärkte, das sieht erstmal aus, als hätte das gar nichts miteinander zu tun. Aber es hat sehr viel miteinander zu tun. Und zwar deswegen, weil wir einen stabilen Finanzsektor brauchen, um die grüne Transformation überhaupt finanzieren zu können, finanziell darstellen zu können. Auch Mittelständler wie Greensells könnten davon profitieren. Das würde der grünen Transformation tatsächlich helfen. Investitionen sind also entscheidend, um unsere Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Die gute Nachricht ist, solche nachhaltigen Geldanlagen boomen. Schaut man sich mal das Volumen, also die Milliarden an, die in den letzten 5 Jahren in nachhaltige Geldanlagen geflossen sind, sieht man ganz klar,
Der Trend geht steil nach oben. Bei privaten und auch institutionellen Investoren. Dazu gehören zum Beispiel Banken oder Versicherungen. Allerdings gibt es an der Nachhaltigkeit dieser Geldanlagen auch immer wieder große Zweifel. Laut einer aktuellen Recherche des Handelsblatts investiert fast die Hälfte der als nachhaltig gelabelten Fonds in Deutschland auch in fossile Energien oder in die Luftfahrtbranche. Sprechen wir darüber mit dem Finanzexperten Saidi Sulilatu von Finanztipp. Hallo, Herr Sulilatu. Hallo, ich grüße Sie. Wie kann es sein, dass als grün und nachhaltig gelabelte Fonds in Kohle, Öl oder die Luftfahrt investieren? Ja, das kommt daher, wie solche Geldanlagen zusammengesetzt sind. Das hat zwei Gründe. Zum einen, dass da einfach große Konzerne drin sind, die in einer Abteilung, sage ich mal, sowas wie fossile Brennstoffe oder sowas in der Richtung halt machen und mit einer anderen Abteilung dann versuchen, auf nachhaltig umzustellen. Und weil man die halt dann insgesamt bewertet, kann es halt sein, dass die dann als nachhaltig gelten. Und das hat noch einen großen anderen Grund, dass man in einem Fonds zum Beispiel versucht, halt möglichst breit zu streuen und möglichst viele Wirtschaftszweige abzubilden. Und dann kann es halt sein, dass ich sage, ich nehme jetzt zum Beispiel ein Luftfahrtunternehmen, das halt etwas grüner, etwas nachhaltiger wirtschaftet als ein anderes. Das ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz und der wird schon von ziemlich vielen Fonds verfolgt. Mhm. Wenn so viele grüne Fonds aber noch nicht in nachhaltige Branchen investieren, was bringen die dann überhaupt für Umwelt und Klima? Sie bringen schon in begrenztem Maße was. Ich muss mir als Verbraucher vor allem die Frage stellen, in was möchte ich eigentlich investieren? Ich muss für mich vor allen Dingen erstmal feststellen, was heißt für mich nachhaltig eigentlich oder was vor allen Dingen heißt für mich nicht nachhaltig. Ich bin da ein großer Freund davon zu sagen, was sind für Ausschlusskriterien für mich, also was darf auf keinen Fall sein. Denn das muss man auch sagen, dieser Ansatz, möglichst breit zu streuen, möglichst breit zu diversifizieren, der ist schon nicht schlecht. Denn neben der Nachhaltigkeit geht es halt auch um die Sicherheit meiner Geldanlage, insbesondere wenn das vielleicht meine Altersvorsorge sein soll. Und dann ist es halt wichtig, dass ich sage, ich kann mit meiner Geldanlage halt einerseits breit gestreut was tun, andererseits halt den, sag ich mal, zum Beispiel den CO2-Footprint meiner Geldanlage zumindest etwas reduzieren. Komplett nachhaltig und da zum Beispiel null CO2, das wird in vielen Fällen nicht möglich sein oder nur zu einem sehr hohen Risiko. Und wenn ich das aber möchte, also woran erkenne ich denn einen wirklich grünen Fonds? Genau, also wie gesagt, ich muss erstmal für mich selber definieren, was heißt für mich eigentlich grün, was ist eigentlich der richtige Ansatz. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich zu sagen, okay, was ist da eigentlich die Kriterien? Also zum Beispiel gibt es ja oft den bekannten MSCI World, davon gibt es eine nachhaltige Variante, den sogenannten SRI, das bedeutet Social Responsibility Index. Dort sind halt bestimmte Branchen schon von vornherein ausgeschlossen, ja, also zum Beispiel eine Waffenindustrie oder auch Atomkraft und so weiter. Und dann wird dort aber der entsprechende Best-in-Class-Ansatz schon verfolgt, zu sagen, ich versuche die Unternehmen, die etwas mehr für die Umwelt tun, etwas mehr im Sozialbereich tun oder auch für gegen Korruption werden, die versuche ich durch mein Investment letztendlich zu unterstützen. Und das ist auch ein Weg, den wir bei Finanztipp als vernünftigen Kompromiss vorschlagen, wo man sagt, naja, wenn ich nur 100% nachhaltig gehe, dann schränke ich letztendlich meine Anlage so stark ein, dass es schon sehr risikoreich wird. Aber mit so einem Index und dann einem entsprechenden ETF, einem entsprechenden Indexfonds darauf, kann ich sogar auch meine Altersvorsorge bestreiten. Sagt Finanzexperte Saidi Sulilatu. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Und das war die Klimazeit für heute. Uns gibt's wie gewohnt nächste Woche wieder, dann mit meiner Kollegin Jennifer Siegler. Bis dahin, machen Sie es gut.